Hey, weißt du eigentlich, dass es auch außerhalb der Stadt Brilon ganz besondere Geschichten gibt? In den 16 Dörfern von Alme bis Wülfte finden wir sie und können sie vor Ort anhand von Denkmälern und besonderen Gebäuden bestaunen. Eines der Dörfer ist Brilonwald. Als noch recht junges Dorf finden sich hier bemerkenswerte Geschichten aus dem Sauerland. Lange Zeit war das Hoppecke-Tal nicht besiedelt. Eine Lohmühle in dem Bereich des heutigen Dorfausgangs in Richtung Brilon machte 1845 den Anfang. Doch erst mit dem Bau der Eisenbahnschienen der Bahnlinie Schwerte-Warburg und der Einrichtung der Verbindung nach Brilon und Korbach und darüber hinaus begann die Dorfgeschichte. Zu Beginn der 1870er Jahre wurden die ersten Gebäude in Bahnhofsnähe errichtet. Am 11. Mai 1872 traf die erste Lokomotive am erbauten Bahnhof ein. Die Strecke Schwerte-Warburg über Brilon-Wald wurde zu einem belebten Knotenpunkt und die anfängliche Siedlung der Bahnmitarbeiter wuchs schnell. Dabei erhielt das Dorf erst 1901 den Namen Brilon-Wald. Zuvor waren verschiedene Bezeichnungen wie Brilon-Korbach, Brilon-Bahnhof oder Brilon-Ruhrtalbahn geläufig. 1880 entstand in Brilon-Wald eine Fabrik, die aus den umliegenden Wäldern Holzkohle, Holzessig, Holzteer und andere chemische Dinge herstellte. Die Firmenbezeichnungen wandelten sich im Laufe der Zeit. Die Produkte dagegen blieben bis 1995 erhalten. Heute zeugt der Essigturm noch von dieser besonders erfolgreichen Industriegeschichte. Die heutige Klinik zur Behandlung von Abhängigkeitserkrankungen gehörte früher unter dem Namen Heilstätte Hoheneinberg zur Lungenheilstätte Johannisstift. Die Gebäude des Johannisstifts an der heutigen Bundesstraße waren ursprünglich eine 1905 gegründete Fabrik zur Herstellung von Wäscheklammern und Besenstielen. Die westdeutsche Holzindustrie war bis in die 1920er Jahre sehr erfolgreich und versorgte in den Hochzeiten rund 200 Mitarbeitern mit Arbeit und Lohn. 1925 verkaufte man die Gebäude an den Caritasverband der Diözese Münster und an die Landesversicherungsanstalt. Bemerkenswert ist, dass die Klinik Hoheneinberg auch über eine Entbindungsstation verfügte. Über 6000 Kinder kamen bis 1982 zur Welt. Viele bekannte Persönlichkeiten sind damit geborene Sauerländer, obwohl sie später überall in Deutschland aufwuchsen. Wenn man die Geschichte Brilon-Walds zusammenfassen möchte, bleibt das Resümee eines Industriedorfes. Der Ort wurde durch seine Umgebung geprägt. Erst die Eisenbahn, dann die Industrie und letzten Endes die Nutzung als Kur- und Heilort aufgrund der Natur um Brilon-Wald herum. Bis heute ist Brilon-Wald eine Erfolgsgeschichte. Im Dorf leben die Menschen gerne und erinnern sich an die Meilensteine in der Vergangenheit. Wer selbst einmal den Ort erkunden möchte, der findet im Dorfrundgang Brilon-Wald einen Pfad in die Geschichte, die noch heute immer weitergeschrieben wird.